Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Senua Sacrifice. Also Hellblade, Senua Sacrifice unter Linux mit Proton und DXWK. Blabliblub. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja mit diesem wunderschönen Feuergott da geprügelt und sind nicht gestorben. Bin ich schon fast stolz auf mich, also bis jetzt. Und würde sagen, ja, haben wir das erste Sieg ja gesehen, dann gelöst haben, gehen wir mal weiter. They tortured him, took him with them on their raids, drove him to madness, spreading this new form of darkness to new worlds, to my world. Okay, bist du jetzt wahnsinnig geworden wegen dem Typen? Ja, wer genau Drews ist, weiß ich nicht. Also bisher habe ich das nur rausbekommen, dass sie ihn wohl irgendwann mal irgendwo im Wald getroffen hat. Und wir haben hier schwebenden Rauch, der sich hinter der Kamera hinterher dreht. Ah, die Tür ist jetzt offen, wollte ich gerade sagen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hier zurück? Aber das Fire Sacrifice haben wir ja schon gemacht. Ah, da wo wir einen anderen Weg durchfinden mussten. The darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Okay. Also sind jetzt die Nordmänner an der ganzen Darkness schuld, die hier irgendwie ihr Unwesen treibt. Oder was auch immer. Hört sich alles so friedlich aus, weißt du? So friedlich Abstand, in Anführungsstrichen, außer davon, dass hier alles mit Asche bedeckt ist und also so ein bisschen vor sich hinkokelt. So, als wenn nie was gewesen wäre. Okay, hier kommen wir nicht zurück. Soll ich einfach den regulären Weg nehmen, den ich hergekommen bin? Das wäre, glaube ich, irgendwie das Sinnvollste. Also sprich hier lang. Wir laufen mal ein bisschen, damit es nicht ganz so lange dauert. Ja, nee. Ich meine, es ist schon echt schön gemacht, das Spiel. Es ist schick gestaltet. Aber ich wollte jetzt keinen Sightseeing-Simulator hier draus machen. Ich frag mich, ob nochmal wieder dieser komischen Bobster kommen werden, mit dem was wir ein bisschen prügeln müssen. Aber wahrscheinlich erst wieder, wenn wir in die andere Tür reingegangen sind. Mit dem Gott der Illusionen. Bin mal gespannt, was uns da alles erwartet. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Ist bereits dreimal gestorben. Wo ist die Frage, wie man das meint? Ob man jetzt einfach nur das Herz stirbt oder ob man einfach nur wahnsinnig wird und damit die Persönlichkeit stirbt oder ob man stirbt. Oder vielleicht wurde sie ja von Dillion wiederbelebt und das für sie eigentlich das Zurückgeben an Dillion dann ihn wiederbeleben und deswegen er dann im Prinzip eigentlich umsonst gestorben wäre, um sie zurückzuholen. Er wäre ein ewigen Kreislauf. Wie schön das hier plötzlich wieder ist, ne? Eben alles so verbrannt und verkokelt. Plötzlich gehst du durch die letzte Tür durch, wupp, grün, Wald, alles schick, alles hübsch. Der Gärtner hat sich Mühe gegeben. Ja, ist ja schon, ja. Interessant. Ja, wieder hier dieses komische Geflimmer auf dem Boden. Ja, das Color Grading hat sich geändert. Alles klar, was passiert jetzt? Wem muss ich mich verprügeln? Wer will mich nicht gehen lassen? Was geht mit der Tür da vorne ab? Die leuchtet wirklich sehr interessant.
Ich meine, noch müssen wir ja das da clearen, aber warum leuchtet die so? Praktisch. It's nearly over. Finished. He's finished. Ah. So eine Art Cheat-Modus. Es lädt sich auf, je mehr Treffer wir landen anscheinend. Drei davon. Okay, anscheinend, wenn man wirklich perfekt den ihren Angriff pariert, dann macht sie noch so einen Special Move. Außer natürlich, die haben ausgeholt wie so ein Iltis. Passt schon. Trotzdem danke für die Info, ihr lieben Stimmen. Ja, Mann. Ja. Fuck, noch einer. Schutzschild, der Sack. Au. So, geht doch. Tja, zweiter Test bestehen. Okay, wir haben die Leute-Typen alle erwischt. Wir sind nicht krepiert, wobei ich weiß nicht, ob das Failing schon, wobei ich glaube, wir müssen wirklich sterben, damit das geht.
dass diese Darkness sich dann ihre Hand ausbreitet. Valraven, Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Ich bin mal gespannt, was der Typ alles auf Lager hat. Ich meine, Illusionen, da müssen wir am Ende auch entscheiden, wer der echte und wer der falsche Gegner ist. Und am Ende werden wir von irgendjemandem gebacksteppt, der irgendwie, ja, den wir nicht gesehen haben, weil wir was anderes für den echten gehalten haben. Oder so, keine Ahnung. Ja, auch wieder klassisch, alles typisch, schön und idyllisch. Da oben ist so ein schönes Steinchen, das uns eine Geschichte erzählt. Da gehen wir nochmal direkt hin. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the old father. Okay, also, ich hab eben schon mal gewundert, also je weiter wir von diesen komischen Staffeln weggehen, je leiser wird der Typ. Also bleibe ich beim nächsten Mal einfach da stehen und lass ihn zu Ende reden. Sieht aus wie so, keine Ahnung, in so einen alten Maya-Tempel gehen würde. Das weißt du, ein bisschen Tomb Raider-mäßig. Alles klar, das ist das erste Siegel. Wahrscheinlich müssen wir da auch irgendein Sacrifice-Zeugs machen. Bin mal gespannt, wie krass die werden. Illusion hides the path to Valraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okay. Das ist vielleicht doch nicht so ein Opferding. Sag aber das doch. Achso, kannst einfach rausziehen. Okay. Ich hoffe, die bricht nicht durch. Ah. Ist stabiler als es aussah, das Teil. Ich hätte gesagt, es bricht durch oder so. Du stehst du so auffällig? Das ist ja mal geil. Ja, interessant. We all want to see behind the veil, don't we? Interessant. Wenn ich jetzt so wieder durchgehe. Weird. Das ist wirklich weird. Finde ich cool. Hat was. Mal schauen, wer hier die Leute sind, die uns hier verprügeln wollen. Okay, Überreste von einem Turm oder sowas könnten das hier sein. Okay, müssen wir es nachladen. Bin ich mal gespannt, was uns da oben erwartet. Was liegt jetzt, wenn sie sterben, als wenn man sterben wollen würde? So wie sie es gerade aus den Augen schließen formuliert haben. So, ich habe sogar wieder auf die Fresse, so wie ich das hier sehe. Eine Tür.
Ja, genau, die kann diese Riesentür einfach so aufschieben, die kleine Frau. Okay. Just why not? This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Hat sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder geht es wirklich nur um ihre mentale Disorder? Hat jemand Hunger? Alles klar. Gut, machen wir die nächste Tür auf, die sie einfach so aufschieben kann, weil sie, keine Ahnung, Herkules-mäßige Muskeln hat. Da geht's schon los. Sagen zwei, okay. Jetzt haben wir nicht, dass es mit jedem Mal einer mehr wird. Ja, gut, dass sie so gechillt und so langsam an ihm rangehen immer. Die hält aber auch echt was aus. Einen haben wir fast, der hält sich schon die Wunden. Genau, seid ihr eigentlich, dass ihr versucht umzubringen? Seid ihr irgendwie so Wächter, die nicht wollen, dass Lebende hier rumführen, oder seid ihr die Toten, die nicht immer tot sind? Oh nein, so einer. Dann dauert das halt ein bisschen länger, Hauptsache ich kann euch einfach nur ein bisschen verprügeln. Ja, ihr gegenseitig hauen? Ich weiß nicht, ob sie sich gegenseitig hauen können. Weißt du, wenn der andere so aus und der andere davor läuft. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, das Ganze. Wie treffe ich gerade nicht so gut? Au! Okay, den Dicken haben wir gleich. Also, Dicken sind beide relativ gleichmäßig. Okay, nur noch der. He's
stronger than you. Behind you. Oh fuck, gleich drei. Echt warten, bis er mit seinem Tänzchen da fertig ist. Macht's dann aber auch schwer, Jungs. Behind me, ich habe mich langsam hingekriegt, dass sie das nicht schaffen. Diese Wikinger-ähnlichen Viecher haben echt die meisten Schwierigkeiten. Diese hier mit ihren komischen Rehköpfen, da gehen noch. Das war schon spannend. Oh hey, wir haben die 20 Minuten voll. Passt zum Ende dieser Folge. Gut, ja. Huiuiuiuiuiui. Ganz schön anstrengend, hä? Die echt Schwierigkeiten haben, in die Augen zu gucken, die Tante, hä? Nein, hast du nicht? Okay, naja, wie auch immer. Ja, gut, für die heutige Folge würde ich sagen, huiuiui, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, was uns in dieser wunderschönen Tür erwartet. Aber das sehen wir nächste Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.